Hallo, Mr. DiLaggio. Kommt jemand runter? Wer ist es denn? Sagen Sie mir, er hat den dicksten Fall seiner Laufbahn vor sich. Er soll sich beeilen. Bitte, na, Sir. Endlich, Mr. Cotton. Wir haben Sie schon mit Sehnsucht erwartet. Sehr sieben nett. Morde haben wir bisher gesammelt. Sie werden viel zu tun haben. Die Leute arbeiten perfekt und wissen sicher längst, dass FBI Sie von der Leine gelassen hat. Bitte setzen Sie sich. Mach ich glatt. Was war denn mit Gordon? Nichts. Das heißt noch nichts. Aber ich bin überzeugt, dass er den Mörder kennt. Sie kriegen jede Unterstützung von mir, wenn Sie nur den Mann finden, der seine bezahlten Mörder in alle Bundesstaaten schickt. Nur ist gut. Einen Mörder für Sie, Jerry? Sie sagen es. Wissen Sie, was Sie da vorhaben? Ja, das weiß ich. Ich muss Karp so weit kriegen, dass er bei der Organisation wieder einen Mörder bestellt. Für mich. Ach. Ich kann nicht zustimmen, dass einer unserer besten Leute sein Leben aufs Spiel setzt. Eben war Mrs. Cunningham am Telefon.